Herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Watch Dogs. Ja, wir haben letztes Mal ein paar Verbrecher gejagt und ich würde sagen, wir machen jetzt mit der Hauptmission weiter. Würde ich einfach mal so behaupten. Ganz trocken und eiskalt. Nee, das wollte ich nicht. Hauptmission. Da. Schauen wir einfach mal. Boah, und heute ist auch wieder so tierisch heiß, ey. Ich weiß nicht, was da schon wieder los sein soll. Diese komische Sahara-Hitze. Verbrechen wo? Na gut, komm, machen wir eben fix. Eben fix ist gut gesagt, ich bräuchte eine Karre. Irgendwie bin ich aber zu faul, immer wieder Auto zu kaufen oder zu rufen. Ist auch wieder eins von den lahmarschigen Autos. Ach, ist doch doof. Ganz ruhig. Bewegung! Sind es Drogen? Ist es Hypnose? Was ist dieser Hulk? Was immer es ist, es beschäftigt die Nation. Gehen wir auf die Straße. Die Droge, die sich hier völlig legal ist ungefährlich. Sie verändert besonders die Wahrnehmung der Umwelt und beeinflusst Stimmung und Intelligenz. Schon versucht? Ja, klar, das ist super. Und was für Dinge passieren bei dir? Okay, na, wo ist, glaube ich, kurz der Sound unterbrochen worden, irgendwie, als wir Gebo gegen gefahren sind, das tut mir jetzt leid. So, wir wollen ja nicht verschrecken, denn. Ne, deswegen gucken wir mal. Okay. Der Typ muss in der Nähe sein. Zack, voll in der Fresse. Tja. Ruf verbessert, das heißt, wir nehmen jetzt auch die Karre von dem. So. Alles Knut. Skillpunkt erhalten. Sehr schön, drei Stück haben wir. Okay. Kampf, Hacken, Fahren. Was haben wir denn bei Fahren? Haben wir irgendwas dabei machen könnten? Beginnen Sie neue Welt, Upgrade 2, nee. Hergestelltes. Splittergranate, spüre das einen Sprengkörper, okay. James Combs, eine sehr populäre App. Telefongespräche zu unterbrechen ist nur der Anfang. Bringt auch die Cops zum Schweigen. Ja, sehr beliebt. Okay. Blackout. Okay, ich glaube, das machen wir mal. Da haben wir mal einen Punkt rein. Was haben wir noch hier? Bei Kampf. Bei Hacken noch irgendwas? Transformation. X halten. Um Trafos zu überladen. Eine große Explosion. Bam! Oh, sieht gut aus. Nachts hilft ihnen der folgende Stromausfall, wie sich die Gegend zu verstecken. Okay. Du brauchst aber drei Skillpunkte für. Okay, was haben wir hier noch? Schneller Wechsel, beschleunigt den Waffenwechsel. Na, machen wir mal. Zack. Nehmen wir uns die Granate noch. So, alles klar. So, aber jetzt gehen wir mal zur Hauptmission. Wenn wir nicht wieder irgendwo ein Verbrechen nebenbei haben. Da muss auch nochmal so eine Station, aber ich habe ja gesagt, wir machen heute Mission. Hauptmission und dann machen wir das auch. Ja, komm. Thank you.
Die fixen Aufträge machen wir später. Die bleiben ja ein bisschen, die fixen Aufträge. So, dann starten wir mal einen fixen Beifahrer. Was ist das? Hä? Zum Teufel, ein Fixer? Ich habe zu viel Lärm gemacht. Der hat mich gefunden. Aha. Dann finde ich ihn besser auch. Jordys Job wird warten müssen. Okay. Vorsicht, Vorsicht, weg da, weg da, weg da, weg, 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 weg. Auf geht's, weg, weg. Mann, Mann, Mann. Online-Hacking, gehackt werden. Ein rivalisierender Fixer hat den Auftrag zu einem Online-Hacking akzeptiert und will Informationen von ihnen stehlen. Finden Sie den Fixer, der Sie hackt. Er könnte über Ihnen oder unter Ihnen auf einem Dach, in einem Fahrzeug oder in der Menge untergetaucht sein. Legen Sie ein Profil von jedem an, der Ihnen verdächtig vorkommt, um ihn zu finden. Ich denke mal, als das erste Mal jetzt hier ist, könnte man, glaube ich, Er will sich reinhacken. Wenn ich sein Signal zurückverfolge, finde ich ihn vielleicht, bevor er mein Handy knackt. Ah, hier hätte ich das Gefühl, dass der hier oben ist. Weil... Ich hab das Suchgebiet eingegrenzt. Komm schon, Aiden. Finde ihn schnell. Ah, also ich immer... Natürlich war meine Vermutung wieder total falsch. Ach, mein Freund, muss das sein. 2x the tab. Ah, ja. Okay. Na, 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 nix. Hey! Rasta! Er hat einfach ein Auto geklaut. Auf keinen Fall. Das ist nicht wahr. Na, komm, 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 komm. Ich muss damit rechnen, da es auch ein Hacker ist. Muss ich schon auf, wahrscheinlich bei Ampeln und so weiter aufpassen. Vielleicht kann er das nämlich auch. Zack. Ein Fixer. Wie viele von denen gibt es denn noch? Ich weiß nicht, ich hätte einfach niederschlagen sollen. Ich bin aus Versehen jetzt voll in den Rhein gefahren. Ist natürlich jetzt, naja. Bekanntheitsgradpunkte, okay. Okay. Ups. Bekanntheitsgrad. Ihr Bekanntheitsgrad als Fixer bestimmt Ihren Wiedererkennungswert innerhalb der Fixer-Community. Steigen Sie Ihren Bekanntheitsgrad durch besondere Aktionen gegen andere Fixer bei Online-Aufträgen. Wenn Ihr Bekanntheitsgrad steigt, erhalten Sie Zugang zu neuen Fähigkeiten. Ach hey. Fixer sind Söldner. Sie arbeiten nur für Geld. Also hat jemand ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Und das sind verdammt schlechte Neuigkeiten. Wenn ich mich nicht irre, kommunizieren die über das Raster. Trollolololololol. Die App Online-Aufträge oder auch das Raster zeigen die Online-Aktivitäten von Fixern in Chicago zum Beispiel. Invasionsmission Hacking und Beschaffung, Rennen, Entschlüsselungsaufträge, freies Spielen, CTOS-mobile Aufträge. Starten Sie die App über Ihr Smartphone oder die Verknüpfung auf der Weltkarte. Okay. Okay, okay, okay. Öffnen Sie Ihr Smartphone.
Wählen Sie Online-App-Aufträge, okay. Online-Hacking, wählen Sie ein Ziel, okay. Und eine Entschlüsselung. Ja, und wie kann ich das jetzt machen? Ja, aber ich kann nichts auswählen. Auf den Straßen von Chicago hat sich rivalisierende Fixer-Informationen beschafft, die sie brauchen. Ziel, das Handy des Fixers hacken, eine Backdoor installieren, aha. Tun sie den Fixer nicht, Daten sind wertlos, wenn ihnen etwas zustößt. Was du heute kannst besorgen. Okay. Mal sehen, was ich für einen Auftrag ergattern kann. Nichts, keine Aufträge. Ich muss später wiederkommen. Okay, jetzt kann ich Jordys Job erledigen. Irgendeine Art Fahrauftrag. Jemanden irgendwo hinbringen. Aber bestimmt kein typischer Taxiservice. Der Trick bei diesen Jobs ist, den Cops auszuweichen. Dann war der Verbrecherkonvoi. Nee, jetzt gerade nicht. Wir wollen noch ein bisschen was anderes zeigen. Ups. Schön GTA-Style. Abhauen, 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 weg hier, los, geht weg. Einmal rüber, einmal zack, einmal zack. Ja. Wo verdammt warst du denn? Es ist alles im Arsch. Scheiße, Mann, es ist alles im Arsch. Bin unterwegs. Tempo, Mann, die finden mich sonst. Tempo! Okay. Jetzt habe ich das Gefühl, dass dieses Auto, das hier steht, gewollt ist. Die Chicago Police hat einen nächtlichen Einbruch in einer Produktionsanlage vereitelt. Einer der Einbrecher starb am Tatort, ein zweiter ist auf der Flucht. Richten Sie wegen Straßensperren mit Verzögerungen am Parker Square. Leitstelle hier, haben grünes Licht für CTOS-Scan. Suchen jetzt nach Verdächtigen. Polizeiverfolgung besteht aus drei Phasen. Scan. Weichen Sie den gelben CTOS-Scanner im Bereich aus. Verfolgung. Hängen Sie die Polizei ab, indem Sie den Sichtkontakt unterbrechen. Suche. Verlassen Sie den... Oh, alles klar. Alle Einheiten, CTOS-Scan in den... Scheiße. Alle Einheiten aufgepasst. LS beginnt jetzt CTOS-Scan nach Flüchtigen. Schauen wir mal. Komm schon. Einfach durch. CTOS-Scan autorisiert. Starte jetzt die Suche nach Verdächtigen. LS an Einsatzkräfte. CTOS-Scan nach Verdächtigen wird gestartet. Einladung, sonst bist du tot. Ich bin der Fahrer.
Scheiße, Mann, was hat so lange gedauert? Hast du ein Auto? Das Ding ist völlig platt. Nein. Meine Regeln, dein Auto. Das ist der Job. Also gut, Mann, komm, wir müssen. Aha, super. Die Karre ist platt und mit der sollen wir fahren? Ernsthaft? Geil. Unauffälliges Fahren. Wenn Sie suchenden Genern entkommen, verlassen Sie das Suchgebiet unbemerkt. Sie können das auch mit B in einem parkenden Fahrzeug verstecken. Achtung, auf kurze Distanz können Gegner Sie... Es ist alles schiefgelaufen. Eddie ist tot. Ich hab ihn da liegen lassen. Oh Mann, die Bullen kamen aus dem Nichts. So eine Scheiße. Folg einfach der Strecke und halt die Augen offen. Die Bullen suchen uns. Deine Strecke ist Selbstmord. Sitz still und halt den Mund. Halt dich an den Plan. Ich weiß, was ich tue. Und deswegen ist dein Kumpel jetzt tot. Halt den Kopf unten. Bleib stelle, wir kümmern uns um die Gassen und versuchen, ihn rauszutreiben. Verstanden. Alle Brücken der Umgebung sind oben, außer Wells. Aber da kommt gleich Verstärkung rein. Ruhe bewahren und Kopf unten halten. Also, wie lautet der Plan? Sprich mit mir. Du musst dich beruhigen. Die ganze Insel ist dicht. Wir bleiben in den Seitengassen. Parkhäusern. Immer außer Sicht. Sobald ich den Motor und die Lichter abstelle, verhältst du dich ruhig. Dann sind wir nur... Okay, das war schon mal... Hab ich mir schon was gedacht. Ich wollte nur mal gucken, ob das auch so geht, aber... Es stand ja vorhin noch drin, wenn die zu nahe kommen, sieht man sie, sie werden ihn trotzdem erkannt. Okay. Es ist alles schiefgelaufen. Eddie ist tot. Ich hab ihn da liegen lassen. Mann, die Bullen kamen aus dem Nichts. So eine Scheiße. Folg einfach der Strecke und halt die Augen offen. Die Bullen suchen uns. Deine Strecke ist Selbstmord. Sitz still und halt den Mund. Halt dich an den Plan. Ich weiß, was ich tue. Und deswegen ist dein Kumpel jetzt tot. Halt den Kopf unten. Bleib stelle, wir kümmern uns um die Gassen und versuchen, ihn rauszutreiben. Verstanden. Alle Brücken der Umgebung sind oben, außer Wells. Aber da kommt gleich Verstärkung rein. Wie lautet der Plan? Sprich mit mir. Du musst dich beruhigen. Die ganze Insel ist dicht. Wir bleiben in den Seitengassen. Parkhäuser. Immer außer Sicht. Sobald ich den Motor und die Lichter abstelle, verhältst du dich ruhig. Dann sind wir nur ein geparktes Auto. Verstanden? Ja, ja. Okay. Scheiße, meine Hände hören nicht auf zu zittern. Hast du schon mal einen mit Bauchschuss gesehen? So viele. Sprich mit mir, ich flipp gleich aus. Vielleicht lebt Eddie noch, hä? Er wurde im Bauch getroffen. Hab mal gehört, das sei nicht so schlimm. Ist das wahr? Sowas kann in beide Richtungen gehen. Wenn die Kugel nicht durchgeht, wird das zu bösen Kollateralschäden. Hör mal, die Cops werden antworten wollen. Also wird dein Freund sicher ins Krankenhaus eskortiert. Du hast doch schon viele Bauchschüsse gesehen, hä? Wie viele davon haben überlebt? Überlebt? Konzentrieren wir uns darauf, dich hier rauszubringen, okay? Mein Gott, ich habe Eddie getötet, ich weiß es. Ich habe Sirenen gehört und einfach reagiert. Ich dachte, ein Verletzter hält sie vielleicht auf. Ich habe auf den Arm gezielt, Mann. Ich schwöre bei Gott, einer von uns musste es schaffen, oder? Diese Leute akzeptieren kein Versagen. Die Polizei sucht jetzt nach einem Schützling. Ah, es ist aber auch schwer. Es ist alles schiefgelaufen. Eddie ist tot. Ich hab ihn da liegen lassen. Oh Mann, die Bullen kamen aus dem Nichts. So eine Scheiße. Folg einfach der Strecke und halt die Augen offen. Die Bullen suchen uns. Deine Strecke ist Selbstmord. Sitz still und halt den Mund. Halt dich an den Plan. Ich weiß, was ich tue. Und deswegen ist dein Kumpel jetzt tot. Halt den Kopf unten. Bleib stelle, wir kümmern uns um die Gassen und versuchen, ihn rauszutreiben. Verstanden. Alle Brücken der Umgebung sind oben, außer Wells. Aber da kommt gleich Verstärkung rein. Ich habe das Gefühl, so wie die Straßenspänen aufgebaut sind, aber man ist wirklich straight nur einen Weg, den man gehen kann. Also, wie lautet der Plan? Sprich mit mir. Du musst dich beruhigen.
Die ganze Insel ist dicht. Wir bleiben in den Seitengassen. Parkhäuser. Immer außer Sicht. Sobald ich den Motor und Lichter abstelle, verhältst du dich ruhig. Dann sind wir nur ein geparktes Auto. Verstanden? Ja, ja. Okay. Scheiße, meine Hände hören nicht auf zu zittern. Hast du schon mal einen mit Bauchschuss gesehen? So viele. Na komm, Mann, sprich mit mir. Ich flipp gleich aus. Vielleicht lebt Eddie noch, hä? Er wurde im Bauch getroffen. Hab mal gehört, das sei nicht so schlimm. Ist das wahr? Sowas kann in beide Richtungen gehen. Wenn die Kugel nicht durchgeht, wird das zu bösen Kollateralschäden. Hör mal, die Cops werden antworten wollen. Also wird dein Freund sicher ins Krankenhaus erscheinen. Du hast doch schon viele Bauchschüsse gesehen, hä? Wie viele davon haben überlebt? Überlebt? Konzentrieren wir uns darauf, dich hier rauszubringen, okay? Gott, ich habe Eddie getötet, ich weiß es. Ich habe sie reden gehört und einfach reagiert. Ich dachte, ein Verletzter hält sie vielleicht auf. Ich hab auf den Arm gesehen, Mann. Ich schwöre bei Gott, einer von uns musste es schaffen, oder? Diese Leute akzeptieren kein Versagen. Die Polizei sucht jetzt noch einen Einbrecher. Das macht es nicht leichter für uns. Du musst mich rausbringen, Mann. Sonst bin ich am Arsch. Du hast Glück, dass du nicht laufen musst. Ja, da hat er echt Glück gehabt. Was kommt der Polizeihubschrauber nochmal vorbei? Hier ist nichts. Irgendwelche Spuren? Okay, jetzt schön aufpassen. Fuck, Mann, wie sagt mir, du wärst gut. Geschafft! Na, warte, noch nicht ganz. Da kommt noch so ein Polizeiwagen lang. Ich habe keine Lust, dass er jetzt mich irgendwie noch kriegt. Okay. Ist ja schon geil, so sich von der Partei zu verstecken. Das hat auch jede Menge Möglichkeiten dazu. Und das ist schon eigentlich ganz geil, muss man mal so sagen. Fahren wir mal ein bisschen außen rum. Ich habe das Gefühl, dass wir straight durchgefahren wären. Ich weiß, ob das gut gewesen wäre. Einfach mal schauen. Okay, da sind wir. Geschafft. Wir treffen ein paar Leute hier. Vermassel es jetzt nicht. Okay, dann schauen wir mal. Verdammt nochmal. Es ist Lucky Quinn. Der Boss vom Club, was will der? Er trifft sich nicht mit uns, sondern mit dir. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Das sollte gar keiner sein. Ich meine, das ist eine Computerfabrik, oder? Ich drehe mich um und der Alarm geht los. Die Bullen waren so schnell da. Ich habe nichts. Psst. Ruhig jetzt. Es ist vorbei, Sohn. Wenigstens habe ich's. Stimmt's? Darum geht's doch.
Genau darum geht es tatsächlich. So funktioniert die Welt. Nicht viel Raum für Fehler. Oh, das verstehe ich, Mr. Quinn. Es war aber nicht mein Fehler. Wirklich Beruhige nicht. Beruhige dich. Es ist gut. Beruhigt. Hast du deine Mama angerufen? Deine Freunde? Dein Mädchen? Nein, Sir. Ich war alleine. Das ist gut. Sehr gut. Eine Kugel hätte gereicht. Sag deinem Arbeitgeber, ich rufe wieder an. Wenn ich noch eine Lieferung brauche. Ich rufe an, Ben. Ja, ich brauche. Lucky Scheiß Quinn. Er führt den Chicago South Club. Diese Arschlöcher beuteten Chicago aus, als ich noch gar nicht lebte. Ich hätte der Stadt einen Gefallen getan, wenn ich ihn erledigt hätte. Aber genau das will ich ja nicht mehr machen. Es kommt immer alles zurück. Das darf nicht wieder passieren. Hey, wie war's? Hast du den Job erledigt? Hast du etwa gedacht, ich arbeite gerne für den Scheiß-Club? Ein Barscheck ist ein Barscheck. Kenn endlich mal die Moral von der Kohle. Entspann dich. Hör mal, ich kann dir einen Kontakt verschaffen. Er besorgt dir bessere Voraufträge, wenn du willst. Ja, sicher. Weiß nicht, ob ich annehme. Gib ihm meinen Namen. Wer sagt schon Nein zu mehr Kohle? Oh, und weil du fragst, Maurice geht es in seinem neuen Zuhause echt gut. Eieiei. Spielfortschritt. Sehen Sie sich im Fortschritt, Ihren Fortschritt im Fortschrittsrad auf Ihrem Smartphone an. Markieren Sie die gewünschte Aktivität und drücken Sie auswählen, um damit verbunden eine freischaltbare Belohnung anzusehen. Aha. Okay, schauen wir mal. Hier haben wir den Fortschritt. 6,1%. Yeah! Nebenmission. Wo sind wir denn gerade? Akt 1, 3 von 9 hat Missionen. Akt 2 hat 15, dann 6. Okay, da können wir mal schauen, wie viel wir immer so machen. Minispiele. Die Online-Aufträge. Okay. Sammelbares. Untersuchung. Okay, die ganzen Nebenmissionen. Beginnen Sie eine neue Welt, um die abgehetzte Stufe 2 freizuschalten. Die Hauptmission, okay. Wächterkonvois, füllt in den Fokus, okay. 10 beenden. Okay. Dann kriegen wir so ein geiles Scharfschützengewehr. Und irgendwas anderes. Was diese Sterne immer sind, weiß ich jetzt nicht wirklich. Da kriegen wir eine Pistole. Erhöht zugefügten Schaden, okay. Ah, noch ein Auto, okay. Was ist das hier? Schnelleres Nachladen und eine Spec Ops SMG. Die ist aber mit Schalldämpfer wahrscheinlich, ne? Jo, sehr geil. Okay. Okay. Etwas für dich. Wir müssen uns treffen. Treffen? Etwa persönlich? Soll ich nach einem Typ mit einer Maske suchen? Keine Maske. Folge einfach meinem Signal. Ich dachte, du wolltest keine treffen. Das stimmt. Aber es muss sein.
So, und bevor wir damit weitermachen, würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause, weil ich denke, das könnte ein bisschen länger dauern. Ich würde sagen, das war verschieben auf die nächste Folge und ich danke fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.